Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir sind im Business Talk Podcast. Ich hatte euch versprochen, eine Reportage von der Mindful Doctor Konferenz anzufertigen. Das habe ich getan. Ich war am 4. bis 6. September in Berlin. Jetzt in diesem Jahr habe ich eine wirklich tolle Veranstaltung miterleben dürfen. Ich habe selber einen Workshop durchgeführt mit interessierten Medizinern zum Thema Podcasting. Also ein Teil dessen, was man als Unternehmer und auch als Arzt alles machen kann, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Veranstaltung war herausragend, kann ich wirklich sagen. Ich habe ein paar Stimmen eingefangen von Speakern, von Workshop-Teilnehmern, aber eben auch von Teilnehmern der Konferenz und zum Schluss noch mit Dr. Alvar Mollik gesprochen, der uns nochmal so ein bisschen mitnimmt auf die Reise der Mindful Doctor Konferenz. Ja, tolle Speaker waren da, unter anderem Dr. André Nemert, der sich mit dem Thema Ethik und Digitalisierung in der Medizin beschäftigt hat, einen super spannenden und kurzweiligen Vortrag gehalten. Die Martina Dopfer, Dr. Martina Dopfer, die das Thema digitale Innovation und Achtsamkeit vorgestellt hat. Das war super spannend. Dann gab es einen Gast, der das Thema oder Speaker, der das Thema Akupunktur und Schmerzfreiheit vorgestellt hat, Dr. Med Taiyotan. Da ging es bei ihm auch um das Thema sofortige Schmerzelimination bzw. Schmerzminderung und er bewirkt damit einen Paradigmenwechsel in der Medizin. Er hatte sogar einen Workshop und eine Keynote dabei. Dann war Henry Michael von Blanquet dabei, der extra von der Insel Föhr, glaube ich, gekommen ist und das Thema, der eine internationale Führungsakademie aufgebaut hat und das Thema Hospital Management mal von einer ganz anderen Seite gezeigt hat. Dann war Dr. Tina Petersen dabei, die sich mit dem Healthy Dog Podcast als Expertin für Arztgesundheit etabliert hat und der Mitbegründer von Amboss, Dr. Sievert Weiß, den ihr ja schon aus dem einen oder anderen Podcast, unter anderem eben auch aus dem Business Dog Podcast kennt. Hat sehr viel Spaß gemacht zu interviewen. Ihr werdet in dem Interview heute Sievert Weiß, Tina Petersen hören. Ich hatte die Möglichkeit, eine weitere Workshop-Leiterin zu interviewen mit Linda Marleen Leinweber, die jetzt zu Beginn der Reportage ein bisschen was sagt, aber eben auch die einige Stimmen eingefangen von Teilnehmern. Und ihr könnt einfach mal zuhören, was sie gesagt haben. Also wenn ihr im nächsten Jahr im September noch nichts vorhabt, dann würde ich euch auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Geht auf die Mindful Doctor Konferenz, denn das wird etwas ganz Großes. Da bin ich zu 100% überzeugt, dass wir von diesem Event noch sehr, sehr viel hören werden. Herausragend aus meiner Sicht war auch, wie im letzten Jahr, Daniel Ruppert, der die Wim Hof Methode vorgestellt hat zur Stärkung des Immunsystems. Also erst die Wim Hof Atmung. Aber eben auch das Eisbaden. Alle Informationen dazu findet ihr auch in den Shownotes unter mindful-doctor.de oder eben auch unter Mindful Doctor Konferenz im Internet. Also viel Spaß mit den Originalstimmen und wir hören uns sonst nächste Woche wieder mit einem Interview und bleibt unternehmerisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, dann schreiben wir mal einfach ein. Sag uns doch mal kurz deinen Namen, wer du bist und du hast einen Workshop gemacht hier. Was war dein Thema? Sehr gerne. Mein Name ist Linda Marleen-Leinweber. Ich bin Psychologin und Coach und ich habe gerade einen Workshop zu Stressmanagement gegeben. Wir sind jetzt zum zweiten Mal auf der Mindful Doctor Konferenz. Ich glaube, du bist zum ersten Mal mit dabei. Ja. Warum findest du, dass die Mindful Doctor Konferenz so besonders ist oder was macht sie besonders? Ich glaube, das hat man gestern auch schon ganz schön gemerkt. Es ist
eine Kombination aus direktem Leben von dem, was erzählt wird. Das fand ich sehr beeindruckend. Also wir haben direkt gestartet mit einer kleinen Übung, sich intensiv 2 Minuten anzuschauen. Das gibt direkt eine ganz andere Intimität für eine an sich ja fremde Gruppe. Wir haben immer wieder zwischendrin meditiert und das finde ich besonders hier, dass wir es wirklich erlebbar machen, was wir in der Theorie lehren. Jetzt beschäftigst du dich selber mit dem Thema sehr, sehr stark und sehr viel. Das Thema Mindfulness in der Medizinerwelt ist ja nicht unbedingt bei allen so verbreitet. Mhm. Warum glaubst du, dass es wichtig ist, dass das trotzdem Platz findet und vielleicht sogar wächst? Ja gut, für mich als Psychologin, ich bin selbstständig, bin ich direkt im klinischen Kontext tätig. Aber ich glaube, für Mediziner allgemein ist es ein helfender Beruf. Das heißt, ich bin die ganze Zeit im Außen. Ich achte die ganze Zeit darauf, dass es meinen Patienten gut geht, dass es vielleicht dem Kollegium gut geht. Aber der Blick nach innen, also wie geht es mir eigentlich und was macht es mit mir, die Emotionen und das Leid vielleicht auch von anderen Menschen ständig wahrzunehmen und damit umzugehen, das wird halt nicht beigebracht. Und ich glaube, da ist die Innenschau ganz, ganz wichtig, immer wieder zu gucken und zwar auch in kleinen Momenten. Zwar ist für mich bei Stressmanagement auch so wichtig, nicht zu sagen, okay, ich habe irgendwann meinen Retreat gebucht, ich habe irgendwann meinen Urlaub, sondern es ist wirklich eine kontinuierliche Sache, immer wieder zu gucken, wie geht es mir gerade. Und wenn es nur 2 Minuten sind, die ich mir nehme und wenn ich dafür auf Toilette gehen muss, um einen ungestörten Ruheort zu haben. Mhm. Aber ich muss immer wieder fühlen, wie geht es mir gerade? Sind meine Schultern verspannt? Krampft mein Magen, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe? Was brauche ich eigentlich gerade? Und wenn die Ärzte und das Pflegepersonal gesund bleiben wollen in diesem anstrengenden Job, dann ist, glaube ich, Achtsamkeit eine ganz, ganz wichtige Grundfähigkeit. Mhm. Ja, ich stehe hier mit Dr. Siewert Weiß, Mitbegründer von Amboss, glaube ich jedem, der ein bisschen was mit Medizin zu tun hat, auch bekannt. Siewert, du hast gerade ein tolles, einstündiges Interview im Alpha geführt. Sag doch mal, du bist jetzt nicht nur als Interviewgast hier gewesen, sondern ihr seid auch Unterstützer dieser Veranstaltung der Mindful Doctor Konferenz. Was hat euch dazu bewogen, euch hier zu engagieren? Ja, ich glaube, das ist die geteilte Vision, würde ich sagen, dass wir auch dieses Bild teilen, zu sagen, wir wollen was verändern im Krankenhaus. So soll es nicht unbedingt weitergehen und jeder kann irgendwie dazu beitragen, die Verhältnisse, die Arbeitsweise, das Arbeitsumfeld irgendwie positiv zu beeinflussen. Und ich denke, da gehen wir in die gleiche Richtung. Ja, ja, schön. Und wenn du so ein bisschen dir diese Veranstaltung hier mal anguckst, vielleicht so einen persönlichen Eindruck, was hast du für ein Gefühl, wo geht das hier noch hin? Also wird es größer oder stirbt das wieder aus? Oder? Nee, also ich glaube, das trifft sehr gut so den Zeitgeist, ja. Also zu sagen, sei achtsam, sei mindful, ja, mit dir selbst, mit deinem Umfeld, das ist, glaube ich, eine wachsende Bewegung, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass das mehr und mehr Anklang finden wird hier mit Medizinern und auch darüber hinaus, ja, insgesamt im Gesundheitswesen. Sehr schön. Ich danke dir für das kurze Gespräch. Gerne, danke dir. Ja, sag doch einfach mal, wer du bist und warum du hier auf die Mindful Doctor Konferenz gekommen bist. Ich bin Bettina, ich bin Anästhesistin und ich war schon letztes Jahr hier und habe ich sehr viel Impulse gesammelt und hat mir sehr gut gefallen und deswegen bin ich wieder da. Und ich bin wieder nicht enttäuscht. Was würdest du sagen, hilft dir, was du mitnehmen kannst für dein Leben als Medizinerin? Absolut. Also im Alltagsleben auf jeden Fall und das schleichert sich dann auch in die Arbeit rein und diesen Effekt habe ich schon letztes Jahr auch gemerkt. Ich habe einiges geändert in meinem Umgang mit meinen Kollegen, vor allem auf der Arbeit und das bewährt sich auf jeden Fall. Schön, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hallo, ich bin Dr. Franziska Rudolph, ich bin Ärztin und Business Coach für Ärztinnen und ich bin hier, weil diese Konferenz meine Gedanken in eine Konferenz packt, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier wirklich auf dem Weg der Veränderung gemeinsam gehen. Und das ist auch das, was mir hier am meisten bedeutet, dieses Gefühl von Einigkeit und
angekommen sein und ja, gemeinsames Losgehen in die Zukunft der Ärzte und Ärztinnen. Ich bin Marie, Dr. Marie Aluvalia. Ich bin Ärztin und Ernährungsmedizinerin. Ich bin zum einen hier, weil ich einen alternativen Weg in der Medizin gegangen bin, nicht den ganz konventionellen Weg mit Medizinstudium, Facharzt und so weiter. Und zum anderen, weil ich Aspekte der Mindfulness, also Achtsamkeit, sowohl in meine Behandlung mit einbeziehe, als auch in meinem eigenen Leben. Und ich denke, gerade in der Medizin ist es sowohl in der Arbeit mit dem Patienten wahnsinnig wichtig, aber auch in der Organisation des Gesundheitssystems wahnsinnig wichtig, damit wir gut mit den Patienten arbeiten können. Und ich finde, das ist wahnsinnig gut, hier alles unter einen Hut gebracht worden. Hallo Tina. Hallo Olli. Du bist zum zweiten Mal hier auf der Mindful Doctor Konferenz in Berlin, dieses Jahr mit einem eigenen Workshop sogar. Du hast letztes Jahr moderiert. Warum bist du hier? Was machst du? Ja, ich setze mich sehr stark für das Thema Arztgesundheit ein. Ich spreche heute darüber, vor was für Problemen wir Ärzte stehen, warum das so ist und was wir tun können. Mhm. Und das ganze Thema ist so ein bisschen mein Thema, weil ich selber eine Zeit lang gar nicht so gesund gelebt habe in der Facharztausbildung und gemerkt habe, 2017 habe ich einen Vortrag gehört über das Thema Arztgesundheit und da haben so ein bisschen meine Ohren geklingelt, weil das ja so ein bisschen der Schlüssel eigentlich ist zur Veränderung, weil im Moment leben wir oder arbeiten wir alle in der Reparaturmedizin. Mhm. Dabei könnten wir etwas verändern und zwar, wenn wir bei uns selbst ansetzen. Der Schlüssel ist bei uns Ärzten, weil wenn wir nicht gesund leben, dann können wir es auch nicht auf die Patienten übertragen. Wenn wir aber merken, dass die Gesundheit bei uns selber beginnt und zwar bei jedem Einzelnen in uns drin, dann können wir Eigenverantwortung für uns selbst übernehmen und das auf die Patienten übertragen, beziehungsweise als Vorbild vorangehen und dann den Patienten das vorleben. Sehr schön. Also das fiel mir auch gerade ein, das Thema Vorbildfunktion. Hast du vielleicht noch einen Tipp für alle die, die jetzt zuhören? Wie kann ich das relativ schnell und kurz in meinen Alltag einbauen? Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfallen würde? Ja, dass man sich, wir hatten das gerade, das ist ja sehr schön bei einem Workshop, dass man sich einfach zweimal, wenn man richtig gestresst ist, 2 Minuten für sich selbst nimmt, zur Ruhe kommt und sich mal fragt, wie geht es mir eigentlich, gerade so einen kleinen Bodycheck macht und mal auf sich hört und guckt, was sind jetzt eigentlich meine Bedürfnisse, was kann ich tun, damit es mir gut geht und ja, was kann ich jetzt in diesem Moment für mich tun, wie möchte ich mich fühlen. Ja, jetzt sitze ich hier mit dem Alva zusammen, Dr. Alva Mollig, dem Organisator der Mindful Doctor Konferenz, zum zweiten Mal in diesem Jahr in Berlin. Ich wollte spontan mit ihm ein Interview aufnehmen und er hat mich gerade erst mal zu einer kleinen Meditation veranlasst, 1 Minute einfach mal hinsetzen, atmen und sich auf sich selbst konzentrieren. Alva, ist das Mittel, um vielleicht so dem stressigen Alltag so ein bisschen zu entfliehen und auch vielleicht so ein Tipp für alle, wie man schnell mal wieder zu sich kommen kann? Ja, also wir haben ja hier auf der Mindful Doctor Konferenz, geht es ja viel um Achtsamkeit und das Thema Achtsamkeit bedeutet ja, dass du Achtsamkeit im Alltag lebst, also jeden Moment. Das heißt eigentlich Moment for Moment, Moment after Moment. Mhm. Und das heißt, du musst auch mal kurze Pausen einlegen, weil das Rad dreht sich halt immer schneller und einfach mal kurz stoppen, anhalten. Und ich mache das in der Klinik halt ganz gerne. Bevor ich in ein Patientenzimmer reingehe oder bevor ich Patienten operiere, dass ich mal kurz innehalte. Ja, das sind 2-3 Minuten reichen da aus und um wirklich das Rad mal kurz anzuhalten, zu stoppen. Und das kann jeder machen, das ist auch umsonst, kostet 0 Euro. Und gerade das löst auch Ängste, das sorgt dafür, dass ich weniger krank werde und sorgt dafür, dass ich immer wieder ein kleines Lächeln im Gesicht habe und das kann ich meinen Menschen austeilen, kostet auch nichts Lächeln. Also. Ich habe ja gerade gesagt, zum zweiten Mal die Mindful Doctor Konferenz in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen. Wir sind mitten in der Corona-Zeit und trotzdem sind aber jetzt hier 150 Leute. Im letzten Jahr zum ersten Mal die Mindful Doctor Konferenz mit, glaube ich, knapp 100 Leuten. Also trotz Corona eine Steigerung. Glaubst du, dass du oder dass ihr mit der Mindful Doctor Konferenz vielleicht da ins Schwarze getroffen habt, um so ein bisschen etwas Neues anzustoßen auch unter den Medizinern? Also die neuen Millennials, die suchen halt nach Sinn, Sinnhaftigkeit in ihrem Tun und wir wollen eigentlich die Leute unterstützen, dass sie ihre Potenziale finden. Also
hier sind größtenteils Ärzte und das sind alles tolle Menschen. Und jeder hat halt noch neben dem Arzt sein halt andere Potenziale und die wollen wir eigentlich so ein bisschen rauskitzeln. Und die werden häufig in der Klinik halt übersehen, werden nicht angesprochen und es geht einfach um eine, es geht um eine Art und Weise, die Kommunikation auch zu lernen. Wie kann ich das ausdrücken, um zu zeigen, was ich noch so drauf habe und um natürlich ein besserer Arzt zu werden. Und Mindful Doctor, ich meine, das trifft in dem Sinne in schwarze Mindful für Achtsamkeit, was im Moment gerade jetzt in Zeiten von Corona auch, wir bemühen uns alle, dass wir nicht die Hände geben, dass wir die Kranken nicht und die Alten nicht anstecken. Das ist ja eine Art Achtsamkeit, ein achtsamer Umgang jetzt auch überall. Und Doktor, wenn es für Gesundheit steht, das Thema wird die nächste Zeit einleiten. Es wird sich natürlich auch nach der Pandemie viel mehr um Gesundheit drehen. Mhm. Und daher, die Krankenhäuser werden sich auch verändern. Wir werden viel mehr Kollaboration erleben und das wünsche ich mir natürlich, dass in den Krankenhäusern auch was passiert und wir bringen auf jeden Fall hier die Leute zusammen, die Lust haben auf Veränderungen in diesen eingerosteten Strukturen im Krankenhaus. Mhm. Und ich denke schon, dass das ansteckend ist und die Leute, die das interessiert, sind herzlich eingeladen. Ja. Glaubst du denn, dass das Berufsbild des Arztes sich in der Zukunft verändern wird? Also nicht mehr nur reine Medizin machen, sondern vielleicht auch wirklich aktiv mitarbeiten in vielen Bereichen, also wie du es jetzt machst oder ihr hier mit dem Team, dass man dafür sorgen kann, dass viel mehr Menschen über diese neue Art von Medizin zu machen nachdenken können, indem man nicht nur als Mediziner arbeitet, sondern eben auch aufklärt, solche Veranstaltungen durchführt, vielleicht auch als Arzt in die Wirtschaft geht und da Dinge bewirken kann? Ja, es ist ja auch dein Thema, ne? Der Arzt zum Unternehmer. Und ich meine, jeder Mensch kann ein Unternehmer sein. Das habe ich so gelernt. Also deine Familie zu managen oder deine Hobbys. Wir sind halt Lebensunternehmer. Mhm. Und auch als Arzt muss ich diese unternehmerischen Skills erlernen. Und durch die digitalen Tools kann der Arzt natürlich nebenbei viel mehr machen. Also sei es, dass er jetzt Art Homeoffice macht, er sitzt auf Sylt und macht zwischendurch sozusagen eine Videosprechstunde oder kann da Patienten generieren über Instagram vielleicht. Und wir haben natürlich jetzt auch gerade am Sonntag hier, da geht es um Thema Digitalisierung, viele Ärzte, die unternehmerisch was aufgebaut haben. Und das heißt ja nicht, dass man sein Leben lang jetzt in einer Praxis arbeitet, sondern dass man sich nebenbei schon was anderes aufbauen kann. Und ich glaube, es wird weiter den klassischen Arzt geben, aber immer mehr Leute, die auch mitbekommen, dass beides möglich ist. Weil das sind häufig Glaubenssätze und die kann man einreißen. Ne? Das sind alte Muster, die Generationen immer wieder weitergegeben worden sind, aber das kann man halt aufbrechen. Also du musst nicht nur Arzt sein, du kannst ja nebenbei noch was anderes machen und unternehmerisch stark sein. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Alva, ich danke dir für das kurze Statement, alles Gute und ich habe ja gesagt, in 5 Jahren müssen wir uns nicht über 150 Teilnehmer unterhalten, sondern eher über 1500. Also alles Gute für euch und ja, viel Spaß noch. Danke dir, lieber Olli.